Moin und willkommen zurück. Selbe Stelle, neue Welle. Tribulus, let's play. Eine neue Runde Transport Fever Kampagne. Jawoll. Und ich habe hier ein bisschen was vorbereitet. Also, ich muss dazu sagen, ich mache mal gerade auf Pause hier. Das Ding mit den Signalen konnte ich nicht fixen. Also, wir haben es jetzt einen Tag später. Ich habe gestern aufgenommen. Und ich habe heute Folgendes entdeckt. Hier. Irgendwas ist da mit den Signalen. Ich habe jetzt alle Mods runtergeschmissen, die im freien Spiel verfügbar wären. Aber der Fehler bleibt bestehen. Kann jetzt sein, weil das ein Safe-Game ist. Ich wollte das Ganze jetzt auf jeden Fall nicht nochmal neu starten. Und ich muss sagen, ich habe gestern 6 Folgen abgedreht. Ich habe gestern 6 Folgen durchgeballert und es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und ich muss sagen, wir sind jetzt in Folge 7. Und ihr habt noch nicht eine einzige davon gesehen. Wird mir stinken. Nein, ernsthaft. Ihr habt irgendwie noch keine Folge zu sehen bekommen. Aber das mal so kurz noch in eigener Sache. So, wie gehabt, wie bekannt. Ich warte jetzt natürlich, bis der Erzzug da drüben angekommen ist. Und dann schicken wir den hier auf die Reise. Und zwar Stahl. Habe ich diese Linie eigentlich? Ich habe die gar nicht eingezeichnet. Kann das sein? Warte mal. Jetzt schicke ich den gerade los oder so, ne? Stopp. Halt, stopp. Ah jo, genau. Der sollte ja auf der gleichen Linie fahren wie der Erzölliken. Stimmt. Also Erz-Stahlfabrik. So. Der Kunde fährt jetzt... Halt, stopp. Der Kunde fährt jetzt raus. Und ich habe den schon mal hier angehalten, weil der wird jetzt natürlich noch mal ein bisschen aufgestockt, wie wir beim letzten Mal gesprochen haben. Und ich mache das jetzt alles irgendwie so vage aus meiner Erinnerung, sage ich jetzt mal ganz blöd. Wie viel hast du denn eigentlich hinten dran? Nach dem Dings dran? 5. Dann kriegst du jetzt quasi praktisch nochmal 1, 2, 3, 4, 5 dazu. So, dich rufe ich mir mal auf. Und sobald du hier eingeladen hast, was du natürlich nicht machst, nee, weil der hat ja auch noch gar nichts drauf hier. Aber der hat ja eine Linienanbindung hat er ja. Was macht denn der jetzt hier? Fahr du mal los. Ah ja, gut, okay, jetzt fahren sie auch beide gleichzeitig los. Ja, okay, der muss vielleicht erst noch ein bisschen angefixt werden. Das weiß ich noch nicht so genau. So, dich fahr mal jetzt erstmal nach dem Depot hin. Achso, darfst fahren. Unterwegs zu nach dem Depot hin. Gut. So, hier haben wir den ersten Stahl drauf. Ja, und hier haben wir nämlich schon das Problem. Warten auf freie Wege. Warum? Stopp. Warum warten auf freie Wege? Weil das Signal hier unten nämlich falsch rum ist. Oder was? Der soll rechts fahren. Okay. Wie viele Signale sollen denn da sein? 3 Stück. Moment, denn ist irgendeins ist dann ja falsch. Ja, und zwar das hier. B. Okay, ich hab's zu fassen gekriegt. Sehr gut. Und du kommst jetzt auf die andere Seite. Genau. Und dann würde ich sagen, wir setzen einfach hier nochmal irgendwie einen Block mit rein. Nur zur Sicherheit. Ja, komm, hier ein. Da ein. Ja, Freunde, dass man die jetzt halt nicht sehen kann. Ich weiß eben überhaupt nicht, woran es liegt. Aber es ist, wie es ist. Und ich muss es im Moment einfach so hinnehmen. Und das stört mich auch ehrlich gesagt so ein bisschen. Nein, es stört mich nicht nur ein bisschen. Upsala. Nein, es stört mich nicht nur ein bisschen. Es stört mich eigentlich sogar ganz schön. So. Linie zuweisen. Kohle-Stahlfabrik. Los geht's. Und den Zug müssen wir jetzt natürlich auch im Auge behalten. Denn wir haben jetzt ja hier nochmal einen Zug mit 30 Einheiten da, hier, da hinten, hier stoppen, zum Stoppen bringen. Also behalten wir den erstmal ein bisschen im Auge. So, in der Zwischenzeit müssen wir auch hier ein wenig mit dem Werkzeug dann gucken. Nicht, dass der hier dann anfängt rumzumotzen, von wegen transportiere mehr Werkzeuge ab. Wir haben jetzt wieder 5 Millionen oder wir haben im Moment 5 Millionen. Ich weiß halt noch nicht so recht, ob sich das lohnt, das per Zug direkt hier in diese Stadt, dessen Name hier nicht angezeigt wird,
oder in diese Stadt zu bringen. Alter, was ist denn das hier für eine Kacke? Also, Freunde, ich weiß nicht, wo hier die Bugs im Moment herrschen. Auf jeden Fall herrschen hier irgendwelche Bugs. So, lass uns mal schauen. Den nicht. Und dann muss ich das jetzt mal irgendwie so machen. Das ist ein gelbes Haus. Das benötigt Maschinen und das ist ein blaues. Und ein blaues benötigt die Werkzeuge. So, da würde ich einfach sagen, wir machen uns das relativ easy, relativ einfach. Wir haben ja hier diese Bus-Tram-Haltestellen. Und da würde ich sagen, kriegen wir das irgendwie mit einem Rundweg oder was ähnlichem hin? Wahrscheinlich nicht. Das ist natürlich, müssten wir hier so ein altes Wohnhaus abreißen. Ist das die Straße? Nee, natürlich ist das die Straße nicht, sondern es ist die hier. Was würde denn das kosten? Boah, gleich zwei. Das gefällt mir ja gar nicht. Und dann ist auch natürlich noch die Frage, ach guck mal, jetzt kriegen wir noch hier so eine andere Lok. Dann ist natürlich noch die Frage, ob das überhaupt funktionieren wird. Und wir haben auch gar nicht, ach komm, weißt du was? Ich würde sagen, wir machen Werkzeugzug. Ja, wir machen Werkzeugzug direkt hierhin oder das doch mit dem Postkutschen. Ne, pass mal auf, wir machen das jetzt mit dem Postkutschen. Habe ich das Ding jetzt hier hingesetzt? Ja, habe ich hier hingesetzt. So, und jetzt machen wir hier, machen wir einmal für LKW, machen wir gleich so ein großes Ding dann hin. Einmal mit M ein wenig drehen. 72, das ist eigentlich ganz schön haarig. Aber gut, hier wird es, glaube ich, nicht viel billiger. So, 58.000. Dann eine neue Linie. Linie. Von hier nach da. Ja, ich würde sagen, das ist Livingston-Werkzeuge, ne? Livingston. Werkzeuge. So, ich habe immer wieder mal ein Auge auf den Zug hier, auf den Kameradenzug. Was bleiben die eigentlich heute so lange im Bahnhof stehen, Nummer? Stehe ich nicht. Das heißt, heute war ja beim letzten Mal schon. So, das haben wir. Wie dreht er denn hier hinten? Ja, er dreht dann halt hier immer um. Das kann dann zu Problemen kommen, führen. Wie auch immer. Wir lassen es erstmal laufen und lassen es erstmal drauf ankommen. Wir können dann später immer noch reagieren und das Ganze zum Beispiel mit einer Lok oder ähnlichem ändern. So, jetzt brauchen wir so eine Pferdefuhrwerke. Und die sollen transportieren Werkzeuge. Und da würde ich sagen, kaufen wir einfach mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hauen wir gleich mal 11 Fahrzeuge hier rauf. Ich würde eigentlich nur 10 haben. Kann ich den einen hier irgendwie, kann ich dich wieder ein? Ja, okay, dann Linienzuweisen alle. Hier habe ich noch nicht bestätigt. Hier habe ich jetzt bestätigt. Livingston Werkzeuge. Go, go, go. Dann bringt mir Geld. Geld, Diamanten. Ach nee, Gold, Diamanten. Unglaubliche Schätze. Aber was das hier für ein Krippelkram ist, das verstehe ich den ganzen Tag nicht. Das ist der. Das ist der Kohlezug. Wo ist denn der Kohlezug jetzt? Der ist auf der Zielgeraden. Alles klar. Wie sieht es hier jetzt eigentlich aus? Keine Vergrößerung oder Verkleinerung geplant. Die Züge sind auch noch relativ langsam. Was haben wir eigentlich für Züge? Die Preußen, glaube ich, ne? Details. Ja, die Preußen. So. Wir könnten jetzt natürlich auch noch ein paar Bahnhöfe zwischen hier Livingston und, ja, whatever, ne? Whatever das Stadt auch ist. Ah, jetzt hat er ihn natürlich zugemacht. Doof. 40, 30 sollte ich, 60 hätte ich für eine Medaille gebraucht. Ja, ist eigentlich Bums, ist egal. Aber auch irgendwie, das sieht alles irgendwie... Okay, wenn ich dichter komme, dann... Was ist hier los, Leute? Habe ich irgendwie am Grafikdetail rumgeschraubt und das gar nicht mitbekommen? Hm?
Ich werde das zwischen den Folgen vielleicht nochmal überprüfen. Ich meine, ich kann auch jetzt mal kurz reinschauen. Grafik. Ich kann nur hochwählen. Tja. Ich sehe keinen Unterschied. Nicht so richtig. Wow. Bäh. Ich muss wieder die Spiegelung an. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber davon eine ganze Menge auf jeden Fall. So, den können wir auf jeden Fall mal wegklicken. Und die Linie können wir auch mal wegklicken. Wo kommt der Zug? Da kommt der Zug. So, dann wollen wir mal gucken. Mit 30 Einheiten mindestens. 40 haben wir. 60 wäre eine Medaille gewesen. Aber hey, komm. Man kann nicht immer gewinnen, ne? War das mit R? Ja, mit R ein bisschen ankippen. So, und ich würde sagen, hier stoppen. Und ein Stück weiter. Ich wusste jetzt halt nicht, wie schnell er eben in die Eisen geht. Stoppen. Die Stahlproduktion entwickelt sich erfreulich. Und dank der umfangreichen Daten, die mit Messfahrten erhoben wurden, kann der Bau der Brücke endlich in Angriff genommen werden. Legen wir los. Okay. Liefere Stahl von der Falkirk Steel Mill zur Baustelle. Der Besitzer des Stahlwerks hat eine Bitte. Klicke auf das Fragezeichen, um mehr zu erfahren. Hä? Okay, wo haben wir denn das olle Stahlwerk? Achso, das ist das, wo wir hier angefangen haben. Alles klar? Der Besitzer des Stahlwerks ist an uns mit einer Bitte herangetreten. Er ist Teilhaber einer Reederei, doch das Geschäft läuft wegen der Eisenbahn allerdings schlecht. Er bietet uns an, sich erkenntlich zu zeigen, wenn wir Güter mit dem Schiff transportieren. Ja, okay, das hatten wir ja schon irgendwie in der Folge davor, also in der letzten Folge, hatte ich das ja schon mal angedeutet, dass da wahrscheinlich irgendwas in Richtung Schiff passieren wird. Tralalala. Das ist natürlich die Frage. Lass uns mal auf Pause machen hier. Jetzt ist natürlich die Frage, lassen wir das Schiff nur bis hier fahren? So, dass diese Stadt hier, wie sie denn jetzt auch immer heißt. Ich hab wirklich null Ahnung, was hier passiert ist. Mit dem Spiel. Also nach dieser Mission, wenn wir diese ganze Mission fertig haben, dann werde ich, glaube ich, einmal löschen und neu installieren oder so. Keine Ahnung. Aber wir werden diese Mission jetzt einmal so zu Ende spielen. Okay, also hier muss ich den Stahl hinbringen. Tja, dann würde ich sagen, nee, pass mal auf, wir machen das erstmal. Ja, machen wir so. Wie muss denn der Hafen? Der muss irgendwie so. So. Dock befindet sich. Ja, was denn? Gib mir doch mal hier die. Nee, das ist die falsche. Der muss das sein. Hier würde es gehen. Ja, guck mal, das ist wie dafür gemacht. Hör doch auf, Alter. So, wahrscheinlich, auch wenn ich jetzt hier das Ganze miteinander verbinde, das ist schon mal die falsche und sichelförmig sowieso schon mal nicht, mit der kleinen Landstraße, wenn ich das Ganze jetzt miteinander verbinde, dann deckt der nämlich genau bis hier nur ab. Toll. Das bedeutet, am Umkehrschluss, wir müssen hier auf jeden Fall noch mit Pferdefuhrwerken arbeiten. Okay, das ist dann halt so. Schiff gegenüber. Die große Frage ist jetzt natürlich, wie viel kann so ein Pott denn überhaupt transportieren? Ich glaube, das kriegen wir echt nur dann raus, wenn wir in so ein alte Dingen reinkicken. Was hat er denn hier mal mit? Achso, der steht jetzt einfach nur falsch rum. Oder what? Hier. So. Schiffe kaufen. Jetzt
sag mir doch mal, was die hier alle können. Güterschiff. So, da haben wir einmal die Zoroaster und den Wilhelm I. Wilhelm der Erste. So, das hier ist schon mal ein reines Güterschiff. Also hier ein Tanker. Und das hier, die Wilhelm I. Die ist halt... Guck mal, das ist doch, das gehört doch auch nicht zum Spiel. Abteil 1, Abteil 2, da ist doch irgendein Mod am rumödeln. Oder ist das jetzt... Muss ich jetzt auch so ganz blöd mal sagen. Oder ist das jetzt im Spiel drin und das ist irgendwie an mir vorbeigelaufen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ups. Sorry, da muss ich mich einmal bücken. Kippe runtergefallen. So. Die Wilhelm 1, die kann 50 Teile, wie auch immer, transportieren. Das bedeutet 50, 5 mal 5, nee, 10 mal 5 sind 50. Das heißt, im Umkehrschluss, wenn wir 100 Stück oder 100 mal Stahl liefern sollen, brauchen wir auf jeden Fall hier drüben, andere Seite, dort, brauchen wir dann 10 Pferdefuhrwerke, Dinger. Aber, jetzt ist natürlich die Frage, kriegen wir überhaupt hier so ein... Ach du Scheiße, was ist das der richtige? Nein! Ah! Ja, Abriss bestätigen. Ja, Kacke, hier gibt es ja auch Unterschied zwischen Personen und... Tolle Wurst. Gut gemacht. Da habe ich doch einfach mal den Kevin gemacht hier. Ich versuche den jetzt mal irgendwie... Ja. So. Jetzt können wir die Straße hier auf jeden Fall nochmal wegrupfen. Und bauen die nochmal neu. In schön, bitte. Danke. So, wie sieht's denn jetzt aus? Nein, der ist nicht im Einzugsbereich. Auf gar keinen Fall. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Nicht. Der sieht auch irgendwie so komisch aus. So, dann bauen wir jetzt gegenüber. Halt, stopp. Falsch. Wir bauen jetzt gegenüber natürlich nochmal so ein hafenähnliches Teil hin. Oh. So, tief rein, ne? Terrainangleichung nicht möglich. Hier geht's. Zack, rein da. Nicht lang schnacken, einfach machen. So, dann Linienmanager. Ja. Wasserweg. Römisch 1. Ich weiß ja nicht, vielleicht kommt da noch ein zweiter zu, wenn ich da Bock zu habe oder sonstiges. Einmal von hier. Du geh mal weg. Nach da. So. Und dann kaufen wir jetzt mal erstmal einen so einen Pott. Das war die Wilhelm 1 und Abteil 1 ist dann in dem Falle Stahl und Abteil 2 ist in dem Falle auch Stahl. Kauf! Ja. Was ein Glück, dass das Ding immer noch da drin ist, einen Moment. Linie zuweisen, Wasserweg 1. So, wir haben noch auf Pause. Das macht nichts. So, Dale. Jetzt müssen wir hier mit so einer... Wie viel? 40 km/h, okay. Aber ich wollte gerade sagen, jetzt müssen wir natürlich hier genau mit dem Tunnel so eine alte Straße langziehen irgendwie. Ja. Auf jeden Fall möchte ich einen Tunnel da drin haben. Und so weiter. Boah, Alter, mach mal diesen... Danke. Ja, das Spiel wurde gespeichert, das ist schön. Ich möchte gerne eine Straße haben, die auch... nach Möglichkeit ohne einen Tunnel auskommt. Ganz schön teuer das Ding hier. Noch viel wegrupfen. So. Ja, ja, genau. Am Arsch hier mit Dingens, Bummens. Wie heißt das Teil? Brücke. So. Wo müssen wir jetzt am besten hin? Das ist natürlich die nächste Frage. Erstmal braucht Tante Tribolo ein Feuerzeug. Hat er gemacht? Hat er gut gemacht. So, jetzt brauchen wir hier... eigentlich hier nochmal so ein straßenähnliches Teil. Ich versuche das mal so ein bisschen schön und so ein bisschen ordentlich zu machen. Dann als nächstes brauchen wir hier so ein... Ja, der passt hier nämlich schon nicht mehr hin. Der ist nämlich zu groß. Und wie sieht es mit dem Kleinen aus? Da habe ich den Dingens ein bisschen blöd gesetzt.
Strömung zu groß. Okay, ich probiere mal was. Und zwar ziehen wir mal die Straße noch ein Stück länger. Da muss wohl noch ein Stück. So. Und jetzt gehen wir hier nochmal hin. Und jetzt gehen wir da nochmal hin. Achso, Freunde, ich habe übrigens festgestellt, dass ich in der letzten Aufnahme hart laut teilweise war und teilweise sehr übersteuert war. Das habe ich auch nicht mit Adobe eingepegelt gekriegt. Ich habe keine Ahnung, was da los war. Ich habe jetzt einfach mal, ihr wisst ja, mein Hassprogramm oder, naja, Hassprogramm will ich nicht unbedingt sagen, aber das Programm, mit dem ich nicht so gerne aufnehme, OBS, mit dem muss ich ja im Moment Transport Fever aufnehmen, weil es leider nicht anders geht. Folgert hinter sich. Jedenfalls habe ich bei OBS mal das Mikro ein bisschen runtergeregelt. So. Und hier um eine Kurve rum. So, dann brauchen wir jetzt natürlich noch so ein Fahrdingens hier. Weißt du was, wir können hier eigentlich schon mal wieder zwischendurch auf Play machen. Nicht, dass uns die Kohle hier zerrinnt, wegläuft. Straßenfahrzeuge kaufen, Pferdefuhrwerk. Ihr nehmt mit Stahl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Linie zuweisen gibt's noch nicht. Siehste. Weil wir haben hier unten auch noch gar nichts gesetzt. Und das könnte gleich ein bisschen problematisch werden. Aber ob das problematisch wird oder nicht, das sehen wir beim nächsten Mal. Bis dahin haben wir irgendwo einen Zug oder irgendwas, was wir uns noch schön ankicken können. Nein, also versuche ich mal Folgendes. Hier mal ein paar Impressionen in der Stadt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt mal gewogen, bleibt mal treu, haut rein und tschüss.